Diesen Fehler machen Männer sehr oft, wenn sie mit einer Frau flirten. Ich werde dir in diesem Video mal erklären, was du tun musst und welchen Fehler du vermeiden musst, damit deine Erfolgschance auf deinem nächsten Date viel höher wird oder wenn du eine Frau ansprichst. Denn Männer machen oft subtile Dinge, wenn sie mit einer vor allem hübschen Frau reden, wo man sich selber ein Eigentor schießt. Das Tückische an diesen Fehlern ist, es ist tatsächlich einfach nur was, was der Mann weglassen müsste und dann wird es schon besser laufen. Aber weil es so subtil ist, fällt es einem selten auf und deswegen machen wir dir heute auch mal ein paar Beispiele, dass du es wirklich mal siehst und dann für dich selber mal gucken kannst, okay, mache ich das Ganze? Es sind wirklich nur Kleinigkeiten, die aber einen großen negativen Effekt haben können. Das Gute ist aber wiederum, wenn du diese Kleinigkeiten weglässt, dann kannst du ganz normal du selbst sein. Du musst keine irgendwelchen komischen Flirt-Tricks oder sowas lernen. Einfach ganz normal du selbst. Nur weil du diese Fehler dann noch weglässt, wird es plötzlich viel, viel besser laufen. Und der erste Fehler, der in die Richtung geht, ist, dass man als Mann, wenn die Frau einem was erzählt, so ein bisschen überenthusiastisch ist und ihr zuhören will, aber irgendwie so ein bisschen ihr ins Wort fällt, indem man sie bejaht oder ihr wiederholt, was sie sagt. Und das kann, wenn es ein, zwei Mal passiert, nicht so wild, aber wenn es zu oft passiert, kann das problematisch sein. Ich mache dir jetzt mal ein Beispiel, leicht überspitzt dargestellt, aber du wirst sehen, was ich meine. Ja, wie sehen jetzt deine Reisepläne aus? Also am 10. in 6 Tagen schon fliege ich nach Südafrika. Genau. Krass, Südafrika. Ich habe nur ein One-Way-Ticket gebucht. Das heißt, nur ein One-Way-Ticket? Bisher, ja. Krass. Und dann bin ich da 3 Wochen und von da aus geht es dann nach Thailand, nach Bangkok. Thailand, cool. Genau, den Flug habe ich gestern Abend gebucht. Ah, okay. Hat zuerst gar nicht geklappt und dann aber doch war ich ein bisschen erleichtert. Ja, und von Thailand aus geht es dann nach Vietnam. In Vietnam sogar, krass. Und von da aus dann nach Bali und dann Bali soll voll cool sein, ja. China und dann geht's wieder zurück nach Hause. Ja, boah, das ist ja eine Reise. Mhm. Das war jetzt der Fehler. Wie war das für dich, als ich dir immer ins Wort gefallen bin? Also, wie du schon sagst, ins Wort fallen, da, das ist blöd. Man kann nicht zu Ende ausreden, man wird die ganze Zeit unterbrochen. Das ist auf Dauer ziemlich blöd und nervig und dann verliert man, wenn es blöd läuft, selber den Faden und dann weiß man gar nicht mehr am Ende, worum es wirklich so im Gespräch ging und verlieren beide Parteien den Faden, sage ich mal. Und es wirkt für mich auch immer so unsicher. Ist ein unsicheres Anzeichen dann. Ja, ja, safe. Also das Traurige bei der ganzen Sache ist, die Intention vom Mann, wenn er das macht, ist ja eine positive. Du willst dich einbringen ins Gespräch, du willst wiederholen, was sie sagt, du willst sie bejahen, du willst ihr zeigen, dass du interessiert bist. Der Effekt ist aber der genaue Gegenteilige. Du nervst sie oder im schlimmsten Fall und du fällst sie ins Wort. Und vor allem, wenn ein Mann sich denkt, scheiße, ich muss das Gespräch am Laufen halten. Irgendwas ist, wenn ich ihr dann irgendwie mehr aus der Nase ziehen muss, weil sie dann nicht mehr weiterredet und dann wird es stressig und komisch. Du würdest wahrscheinlich dem Gespräch einen Gefallen tun, indem du weniger sie einfach unterbrichst, sie ausreden lässt und dann wird sie schon von alleine einfach Themen darüber reden, worauf sie Bock hat. Viele Frauen haben das Problem, dass der Mann ihr gar nicht mal so richtig den Raum hält, um was zu sagen. Deswegen so als Regel, merkt ihr mal, wenn die Frau dir was erzählt und sie dann ihren Satz beendet, dann warte vielleicht noch mal eine Sekunde länger, um zu gucken, ob noch was kommt. Und erst wenn du merkst, sie ist vorbei, dann kannst du ja dann die nächste Frage stellen. Und dieses Ganze wirklich irgendwas wiederholen, der Ländername, den du wiederholst, der Restaurantname, in das sie geht. Sie sagt, sie geht ins Hans im Glück. Und dann sagst du Hans im Glück oder sie geht ins Peter Pan, das wäre jetzt hier im Norden. Peter Pan, dann wiederholst du, was sie sagt. Das macht halt, hat halt gar keinen Sinn. So, es bringt gar nichts, das zu tun. Und im schlimmsten Fall wirkst du halt einfach wirklich so wie so ein Typ, der es zu sehr will, in so einer frühen Kennenlernphase, sonst kann problematisch sein. Der zweite Fehler, der in die Richtung geht, ist auch ein bisschen, dass du ihr ins Wort fällst, aber sie nicht unbedingt unterbrichst, aber alles lobst, was sie tut und sagt, obwohl es vielleicht teilweise ganz neutrale Dinge sind. Ich mache dir mal ein Beispiel. Wie war dein Wochenende so? Am Freitag habe ich einer Frau auf einem Reithof geholfen, da ein bisschen mit den Kindern und Reitunterricht und so weiter. Boah, finde ich toll. Ich reite ja auch und deshalb habe ich da Erfahrung mitgebracht und habe ihr ein bisschen geholfen. Dann am Samstag, cool, dass du den hilfst, voll nice. War ich tanzen, Salsa mache ich und Sonntag, genau, war verkaufsoffener Sonntag und da war ich mit meinen Freundinnen im Outlet. Oh, richtig cool. Das hört sich so nach einem entspannten Sonntag an. Ja. Okay, ja, das war der Fehler. Jetzt wird der eine oder andere denken, hey, was ist daran falsch? Und am Ende des Tages, was heißt denn richtig oder falsch? Es ist einfach, wie es rüberkommt und was die Intention ist. Wie war das für dich, dass ich jetzt, sage ich mal, Dinge, die teilweise recht neutral sind, die du mir erzählst, dass ich das so stark darauf reagiere mit so viel Lob? Also ich finde es persönlich ein bisschen unnötig. Es reicht, wenn man sagt, ja, ach, das klingt cool, dann am Ende vom Satz, wenn ich fertig bin mit meinem ganzen Wochenende. Ja. Aber das kam ja jetzt nach jedem einzelnen Tag. Und das ist ein bisschen für mich persönlich unnötig. Das reicht, wenn man dann am Ende sagt, dass man es cool fand. Und dann kann man ja selber nochmal von seinem Wochenende erzählen. Safe. Das Ding ist halt, es hat im schlimmsten Fall sowas, also
ist nicht ganz das richtige Wort, aber es hat was von Einschleim so ein bisschen. Ja. Ja. So dieses, wenn eine Frau, also achte mal drauf, wenn du, es gibt Leute, die machen das alles. Ich rede manchmal mit Leuten und immer, wenn ich irgendwas sage, sagen sie das, ah, nice, cool. Und dann frage ich mich, ist es wirklich so cool, was ich die ganze Zeit zu erzählen habe? Wenn eine Person was Cooles macht, natürlich kann man das dann auch reagieren, darauf so kommentieren. Es geht nicht darum, dass du, angenommen, sie erzählt dir was voll Beeindruckendes, dass du dann so eine richtig coole Miene hast und dann so tust, als wäre das nicht beeindruckend. Wenn ich jetzt frage, wie war dein Wochenende? Und dann sagt mir eine Person, ja, ich war auf der deutschen Schachmeisterschaft und wurde deutsche Vizemeisterin. Natürlich ist das beeindruckend. Dann würde ich auch sagen, boah, voll krass. Aber wenn jetzt einfach nur eine Person Salsa tanzen war, ja, okay, ist cool. Wenn eine Person shoppen geht, was zur Hölle ist cool oder interessant daran, shoppen zu gehen? Das ist eine normale Aktivität, die man macht. Und da muss man jetzt nicht weder fies drauf reagieren, noch irgendwie krass enthusiastisch drauf reagieren. Und das kann am Ende ein bisschen too much werden. Und wenn wir uns mal diese beiden Fehler angucken, dieses Wiederholen, was sie sagt, und dieses Loben von Dingen, die vollkommen stinknormal sind, du kannst quasi das nutzen, um dich dabei zu erwischen, das immer weniger zu machen. Aber das viel Interessantere bei der Sache ist, warum machen wir Männer das überhaupt? Und es war auch für mich ein langer Weg, bis ich gecheckt habe, Alter, halt's Maul und hör auf alles, was sie, was für normale Dinge sie sagt, das ist irgendwie so, boah, voll schön, voll cool. Und ich musste mich selber lange hinterfragen, bis ich gecheckt habe, es geht eigentlich darum, dass wenn ich mit einer Frau rede, die ich sehr hübsch finde, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie, ich sehe mich nicht so ganz auf Augenhöhe mit ihr, sondern so ein bisschen, dass sie irgendwie diese tolle Göttin wäre, die es jetzt zu erobern gilt. Und ich habe irgendwie dann das Gefühl, okay, ich bin nicht gut genug für diese Frau oder diese Frau steht irgendwie über mir oder was auch immer. Und also so ein Glaubenssatz. Und dass ich jetzt irgendwie leisten muss, damit sie mich mag. Das ist, also man kennt ja den Begriff Leistungsdruck eher aus Klausuren oder aus der Arbeit oder sowas, aber tatsächlich gibt es auch Leistungsdruck einfach im Leben an sich. Menschen, die sich an sich viel Leistungsdruck machen, die machen sich den überall. Und das hat was von, ich muss was leisten. Und wie leiste ich? Indem ich wiederhole, was du sagst, indem ich mehr reingebe, indem ich in Sachen nett kommentiere, die du sagst, damit du mich magst. Und eine Frau wird jetzt nicht diese Gedanken bewusst im Kopf haben, aber es erzeugt ja ein komisches Bauchgefühl bei dir, oder? Ja. Weil im Idealfall willst du ja nicht mit einem Typen Zeit verbringen, der die ganze Zeit irgendwie einen Druck hat, dass er dir unbedingt gefallen muss, auf Teufel komm raus, sondern einfach entspannt. Man lernt sich kennen, guckt, ob man passt. Wenn ja, schön. Wenn nein, schade, aber ja, dann ist es halt so. Und das wäre die lockerste Dynamik, weil es ist ja nicht so, dass die Frau, mit der du gerade redest, deine Freundin ist seit 5 Jahren und du liebst sie über alles und natürlich wäre es dann schmerzhaft, wenn sie gehen würde. Du kennst die Frau seit 2 Wochen und wenn eine Frau das Gefühl, oder eine Woche oder was auch immer, oder erstes Date, und wenn die Frau das Gefühl hat, dass du beim ersten Date schon so krass all in gehst und so viel da an Energie und hey, ja, cool, was du machst, da reingibst, dann gibt es ein komisches Gefühl, weil es passt nicht so ganz zum Zeitframe, wie lange ihr euch kennenlernt. Und nochmal, der Mann macht das in der Regel, entweder weil er selten Dates hat und sich dann denkt, oh, ein blindes Huhn findet jetzt mal ein Korn, oder er hat Dates, aber jetzt hat er mal ein Date mit einer Frau, die ihm besonders gut gefällt und dann denkt er, hier muss ich mir besonders viel Mühe geben. Und ab dem Punkt ist es vorbei. Die Ursache liegt immer in diesem, du denkst, du wärst nicht gut genug. Und jetzt könnte man es noch weiter hinten einspannen, warum denkst du denn, du wärst nicht gut genug? Das klingt manchmal oft an der Kindheit, an Erfahrungen, die man macht, auch im Teenageralter. Und das kann man im Kern lösen. Das mache ich auch mit vielen Coaching-Teilnehmern von mir, dass sie immer mehr das Gefühl bekommen, so wie ich bin, bin ich okay. Ich muss nichts tun, um gemocht zu werden. Es ist dein Geburtsrecht, dass du jemanden findest, der dich liebt und mag, so wie du bist. Und das hört sich jetzt nicht wie so ein Kalenderspruch anhören, aber wenn du das auch wirklich ausstrahlst, ich bin okay, ich muss nichts extra tun und leisten, damit ich gemocht werde, dann strahlst du halt, es ist eine viel, viel entspanntere Ausstrahlung, die man haben kann. Und man kann mit der Zeit immer mehr diese Ausstrahlung bekommen. Da helfe ich auch Leuten dabei, dass du quasi weder das Gefühl hast, du musst irgendwie über ihr stehen und irgendwie ihr zeigen, wie toll du bist, noch siehst du dich unter sie, als wärst du irgendwie so ein Bettler oder sowas, sondern einfach auf Augenhöhe, ich bin cool, wie ich bin, du bist cool, wie du bist, lass gucken, ob wir zusammenpassen. Wenn ja, cool, wenn nein, dann eben nicht. Und das ist halt das, was dann bei einem ersten Date oft einfach den entspanntesten Vibe hat. Und ja, wenn diese Fehler, also wenn es dir geholfen hat, dann gib dem Ganzen ein Like, abonniere gerne den Kanal. Ansonsten bis zum nächsten Mal.